Oh no. Nein. Komm, fahr weiter. Im alten Wackersdorfer Braunkohlerevier macht Gina aus ihrem Gliederzug gerade einen Offroad-Truck wider Willen. Oh, ich bin schon ein bisschen nervös, weil es doch sehr matschig ist, wie man am Boden sieht, und nass. Und ich könnte hier leicht stecken bleiben. Also ich darf jetzt auf jeden Fall nicht vom Gas runtergehen, weil dann habe ich verloren. Und man merkt da schon, dass meine Reifen ein bisschen durchdrehen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir gleich eine gute Stelle finden zum Abladen. Und ich bin froh, dass es nicht mehr regnet. Gina liefert dringend benötigte 44 Rundballen Stroh für die Renaturierung des Geländes. Ich bin mir nicht sicher, ob ich um diese Kurve rumkomme. Ich werde jetzt einfach ganz weit ausholen. Ich darf nicht zu sehr bremsen. Scheiße. Normalerweise beliefert sie Bauern und Pferdehöfe. Aber diese Anfahrt legt noch mal eine Schippe drauf. Mein Herz. Mein Herz. Und vorher war da natürlich genau so ein Sumpfloch, wo alles matschig war. Ah, fuck. Gleich geschafft. Okay, wie es aussieht, muss ich da abladen. Muss ich da jetzt reinfahren? Na, oder? Zum Glück nicht. Sagst du mir Stopp? Was? Alles gut? Passt es so? Die 44 Ballen Stroh sind sicher angekommen. Aber sie müssen noch abgeladen werden. Doch vorher muss Gina es noch aus ihrem LKW schaffen. Ha ha ha!